Beten für uns. Himmlischer Vater, Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du, Herr, dass du so groß bist und dich dein Wort so tiefgründig gemacht hast, Herr, und dich geoffenbart hast durch dein Wort und uns so viel schenkst durch dein Wort. Herr, und dass du uns den Heiligen Geist gibst, um uns zu lehren. Und so bitten wir dich auch heute Abend, Herr, dass du uns Verstand gibst von deinem Wort, dass wir deine Wahrheiten erfassen können, in Jesu Namen. Amen. Okay, was machen wir heute Abend? Offenbarung. Gut. So. Ja, wir sind beim nächsten Teil von Offenbarung und das letzte Mal. Beim nächsten, ja, nicht beim letzten. Oh, so schnell geht es nicht. Ja. Das letzte Mal, da hatten wir diese Schriftrolle mit den 7 Siegeln und die nur Jesus öffnen konnte. Und es war ganz interessant, weil Johannes hat geweint, weil niemand da war, der diese Schriftrolle öffnen konnte. Und dann hat ja ein Ältester zu ihm gesagt, der Löwe von Juda, der kann es aufmachen. Aber Johannes hat dann nicht den Löwen von Juda gesehen, sondern hat das Lamm gesehen. Und das ist auch sehr interessant gewesen. Man muss Jesus zuerst als Lamm erkennen, bevor man ihn als Löwe erkennen kann. Ja, dann haben wir gesehen, wie es Lobpreise im Himmel gab. Und heute kommen wir zu Kapitel 6, wo Jesus auch die ersten Siegel öffnen wird. Spannend. Und mit jedem Siegel, das Jesus öffnet, passiert etwas. Und bevor wir jetzt einsteigen in Kapitel 6, möchte ich noch ein bisschen Hintergrund. Der ganze theologische Bereich, wenn es um die Endzeit geht, das nennt man Eschatologie. Und geschrieben Eschatologie. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Ja, sowohl was das Buch Offenbarung betrifft, als auch was jede Prophetie eigentlich betrifft. Man kann es auf bestimmte verschiedene Arten und Weisen betrachten. Ja? Es gibt Leute, die sagen, das ist allegorisch, das ist gar nicht passiert, das wird nicht in der Vergangenheit passieren, das wird nicht in der Zukunft passieren, das ist nur ein Gleichnis, das ist nur was für uns, damit wir es besser verstehen können. Ja, dann gibt es welche, die sagen, das ist rein historisch. Ja, das ist irgendwann mal passiert. Und dann gibt es die präteristische Sicht, wo man sagt, es ist eine Prophetie, aber sie ist schon in der Vergangenheit erfüllt worden. Und dann gibt es das futuristische, wo man sagt, es ist eine Prophetie, die aber noch nicht erfüllt ist, die sich erst noch erfüllen wird. Und je nachdem, um was es geht, trifft das eine oder andere zu. Aber Gott hat seine Bibel so wunderbar gemacht und sein Wort so wunderbar entworfen, dass manchmal mehrere Sachen zutreffen. Und da gibt es ein Beispiel in Maleachi, Kapitel 3, Vers 23. Da steht, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Jetzt kann man das historisch sehen und sagen, ja, Gott hat ja Elia schon geschickt. Maleachi lebte übrigens mal 100 Jahre nach Elia. Dann könnte man es präteristisch sehen und könnte sagen, ja, es war eine Prophetie von Maleachi und Gott hat Elia gesandt, sogar zweimal, aber das ist schon passiert. Und auch das ist richtig. Nämlich in Matthäus, da können wir sehen in Kapitel 11, Verse 13 bis 15, ich habe das jetzt nicht hier oben, aber ich lese es euch mal kurz vor. Da sagt Jesus, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Johannes der Täufer damit gemeint. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der kommen soll. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ja, also Johannes ist auch eine prophetische Erfüllung, dass Gott Elia schickt. Dann ist Elia nochmal erschienen bei der Verklärung Jesu. Ja, da war er auch wieder dabei.
Das heißt, auch präteristisch kann man das sagen, ja, das ist eine Prophetie, die schon erfüllt wurde. Der Futurist würde sagen, ja, es ist eine Prophetie, aber Elia kommt erst noch. Die richtige Erfüllung, die kommt erst noch. Und das wäre dann im Buch der Offenbarung als einer der zwei Zeugen, wo Elia auch in Erscheinung kommt. Und was ja dann auch besser zu dem zweiten Teil dieses Satzes passt, wo steht, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Der war nämlich noch nicht da, dieser große und furchtbare Tag des Herrn. In Kapitel 4 hatten wir die Trompete oder Posaune und das bedeutet die Entrückung. Und jetzt mit dem Öffnen der Siegel kommen wir in die Trübsalzeit rein. Übrigens ist die Trübsal die am meisten dokumentierte Zeit in der Bibel. Auch interessant. Und wie gesagt, in Kapitel 6 werden die ersten Siegel geöffnet, nämlich die ersten 6 Siegel. Das 7. Siegel wird erst 2 Kapitel später geöffnet. Aber die ersten 6 Siegel in relativ schneller Reihenfolge, alle in diesem Kapitel. Und wir gehen jetzt mal durch das ganze Kapitel durch, dass wir ein bisschen Überblick haben. Und dann schauen wir uns das im Detail an. Also Kapitel 6, Abvers 1. Und ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete. Und ich hörte eines von den 4 lebendigen Wesen, wie mit Donnerstimme sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen, und es wurde ihm eine Krone gegeben. Und er zog aus als ein Sieger, um zu siegen. Und als es das 2. Siegel öffnete, hörte ich das 2. lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und es zog ein anderes Pferd aus, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander hinschlachten sollten, und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Und als es das 3. Siegel öffnete, hörte ich das 3. lebendige Wesen sagen, komm und sieh, und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand, und ich hörte eine Stimme inmitten der 4 lebendigen Wesen, die sprach, ein Maß Weizen für einen Denar und 3 Maß Gerste für einen Denar, doch das Öl und den Wein schädige nicht. Und als es das 4. Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des 4. lebendigen Wesens sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist der Tod. Und das Totenreich folgt ihm nach. Und ihnen wurde Vollmacht gegeben, über den 4. Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Und als es das 5. Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um das Zeugnis des Willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und jedem von ihnen wurden weiße Kleider gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch wie sie getötet werden sollten. Und ich sah, als es das 6. Siegel öffnete, und siehe, ein großes Erdbeben entstand, und die Sonne wurde schwarz wie ein herrener Sack, und der Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft,
wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zornes ist gekommen, und wer kann bestehen? Ganz schön harter Tobak hier. Kommen wir zum ersten Siegel. Ich lese es nochmal. Da steht: Und ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete, und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie mit Donnerstimme sagen: Komm und sieh. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde eine Krone gegeben, und er zog aus als ein Sieger, um zu siegen. Wer ist das? Jesus Christus sagt: Meint ihr? Nein. Nein. Es ist nicht Jesus Christus. Aber sieht Jesus sehr ähnlich hier, oder? Es ist interessant. Die Trübsal fängt nämlich mit einem weißen Reiter an und sie hört mit einem weißen Reiter auf. Nein, nicht mit einem weißen Reiter. Mit einem Reiter auf einem weißen Pferd. So rum. Kleiner Unterschied. Ja, wer ist dieser Reiter auf dem weißen Pferd, der hier am Anfang kommt? Ja, das sind Ähnlichkeiten da und das sind absichtlich Ähnlichkeiten. Aber jetzt frage ich, erste Frage, hat Jesus einen Bogen? Er hat ein Schwert. Ist Jesus ein König mit einer Krone? Er ist ein König, er ist König der Könige mit vielen Kronen, nicht eine Krone. Kleine Unterschiede. Nächste Frage, kommt Jesus zu erobern und um Krieg zu bringen? Jesus ist der Friedefürst, er kommt, um Frieden zu bringen. Und dann die nächste Frage ist, mit wem kommt Jesus? Mit dem Tod und dem Totenreich und allen möglichen Plagen, die wir hier gesehen haben? Nein, Jesus kommt mit den Heiligen. Ja, wir kommen dazu. Wir verbringen noch den ganzen Abend mit dem Teil und es wird alles ganz klar werden. Aber es ist einfach, hier erstmal zu sagen, ja, das sieht aus wie Jesus. Und das ist sehr, sehr wichtig. Es ist nämlich der Antichrist, der hier kommt. Und es ist kein Zufall, dass er aussieht wie Jesus. Er kommt nämlich als Jesus, als falscher Jesus, um die Leute zu verführen. Ja? Viele werden ihn für den Messias halten. Wir gehen mal an das Ende von Offenbarung und sehen, wie Jesus kommt. In Kapitel 19, Verse 11 bis 16, da steht: Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden, und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Also keine schwarzen und grauen, fahlen Pferde dabei. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage, und er wird sie
mit eisernem Stab weiten und er tritt die Weinkelter des Grimmes und den Zorn Gottes des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Also seht, das sind die Unterschiede, ja? So, jetzt gehen wir mal zurück zu dem Propheten Daniel. Wir hatten das schon, Daniel ist ja das Pendant zur Offenbarung im Alten Testament. Das passt sehr stark zusammen, da gehört viel zusammen. Wir können Offenbarung nicht verstehen, wenn wir Daniel nicht lesen. Und wir können Daniel nicht richtig verstehen, wenn wir Offenbarung nicht gelesen haben. Daniel selbst hat seine Prophetien nicht verstanden. Und Gott hat ihm gesagt, versiegel das, das ist für eine zukünftige Zeit, das ist jetzt nicht für dich. Gehen wir nochmal in Daniel 9. Wir haben schon einiges von diesen Versen gelesen, aber jetzt haben wir es ein bisschen anderes Licht darauf. Daniel Kapitel 9, die Verse 1 bis 3. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasveros, von medischer Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldäer gemacht worden war. Im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich, Daniel, den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten im Sacktuch und in der Asche. Es geht hier um eine Prophetie, die gar nicht von Daniel war, dass Jerusalem 70 Jahre lang verwüstet sein sollte und dann wieder aufgebaut wird. Das ist genau so wörtlich eingetreten. Jerusalem war genau 70 Jahre verwüstet und dann durften sie zurück und es wurde wieder aufgebaut. Im gleichen Also die Frage ist einfach, die 70 Jahre hier, die sind wörtlich zu nehmen. Ja, es gibt Zahlen in der Bibel, die man nicht wörtlich nehmen kann, aber das hier ist wörtlich. Und wir sind auch im gleichen Kapitel und gehen zu Vers 24. Da steht, über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt. Also jetzt nicht mehr 70 Jahre, jetzt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Das hatten wir schon angeschaut, diese 70 Jahre, das sind diese 70 Wochen, das sind 70 Jahreswochen. Ja? Also 70 Wochen zu je 7 Jahren. Und auch da müsste man jetzt sagen, wenn die 70 Jahre am Anfang von dem Kapitel wörtlich sind, dann müsste man die 70 Wochen hier auch wörtlich nehmen können. Kommen wir zum nächsten Vers, Vers 25, da steht, so wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, der Messias damit gemeint, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Für die Mathematiker 69 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut und zwar in bedrängter Zeit. Und wir haben schon gesehen, dass diese 69 Jahreswochen, also 69 mal 7 Jahre, genau auf den Tag genau gepasst haben zu dem Einzug von Jesu in Jerusalem. Also absolut wörtlich zu nehmen. Kommen wir zum nächsten Vers. Und nach den 62 Wochen, da muss man jetzt bedenken, zuerst die 7 Wochen und die 62, also ist es nach den 69 Wochen hier,
Nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden, das ist Jesus, und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum und das Volk des zukünftigen wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören, und sie geht unter in der überströmenden Flut. Bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstung. Auch das ist eingetreten. Jesus wurde getötet, aber es ist ihm nichts widerfahren. Er ist auferstanden. Ja? Aber das Volk und die Stadt wurde zerstört. Jerusalem wurde nicht lange nach Jesu Tod zerstört. Und es wird Krieg geben und dort ist immer wieder Krieg und da ist immer noch Krieg. Und es kommt einfach nicht zur Ruhe, das Gebet. Jetzt kommen 2000 Jahre Pause in dieser Prophetie. Und dann kommt die 70. Woche, die Trübsal. Nächster Vers, Vers 27. Und er wird mit vielen, das ist der Fürst, der Jesus, der Jerusalem zerstört hat, ja, das ist, wird mit vielen einen festen, also ein Bild des Antichristes, einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speiseopfer aufhören lassen, und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Jetzt haben wir hier die letzte Woche, die letzten 7 Jahre, aufgeteilt. Hier steht, in der Mitte der Woche werden die Opfer aufhören. Das heißt, es ist diese 7 Jahre sind geteilt in 3,5 Jahre mit Opfer und 3,5 Jahre ohne Opfer. Oder 3,5 Jahre Trübsal und große Trübsal oder große Drangsal, 3,5 Jahre. Und jetzt gibt es viele, die sagen, diese letzte Woche kann man nicht wörtlich nehmen. Aber ich sage, wenn alles in diesem Kapitel wörtlich genauso eingetroffen ist, dann muss auch die letzte Woche 7 Jahre passen und genau zu nehmen sein. Was wäre das für ein Gott, der prophetisch uns Zahlen gibt, die alle genau auf den Tag genau eintreffen und dann zum Schluss sagt 7 Jahre und dann so edgy badge, das ist jetzt, um euch reinzulegen, ja? Das ist nicht unser Gott. Am Ende wird der Antichrist für 7 Jahre einen Bund schließen und das ist die Trübsalzeit. Das ist die Zeit, die jetzt auch mit diesem weißen Reiter beginnt in Offenbarung. Jesus hat diese Prophetie aufgegriffen. In Matthäus 24, 15, 16 und 21 steht, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, haben wir gerade gelesen, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte darauf, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Ja, also Jesus greift die Prophetie hier auf, wenn er über die Trübsalzeit lehrt. Und ich möchte noch was hervorheben, nämlich in Vers 16, da steht dann, fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Da sehen wir, das ist an die Juden gerichtet. Es geht hier wieder um das Volk Israel. Gemeinde ist entrückt. Heiden sind entrückt. Ja. Es geht jetzt um die Juden. Und wir springen wieder zurück zu Daniel. Kapitel 8, diesmal Verse 23 bis 26. Und auch hier geht es um den Antichristen. Aber am Ende ihrer Regierung, wenn die Frevler das Maß vollgemacht haben, wird ein frecher und listiger König auftreten. Ja, er hat eine Krone, ist ein König. Und seine Macht wird stark sein, aber nicht in eigener Kraft. Übernatürlich, ja. Und er wird ein erstaunliches Verderben anrichten, und sein Unternehmen wird ihm gelingen.
Und er wird starke verderben und das Volk der Heiligen. Wie es gestehen steht, der weise Reiter, er kommt, um zu siegen. Und wegen seiner Klugheit und weil ihm der Betrug in seiner Hand gelingt, wird er sich in seinem Herzen erheben und viele in ihrer Sorglosigkeit verderben. Und er wird gegen den Fürsten der Fürsten antreten, aber ohne Zutun von Menschenhand zerschmettert werden. Was aber über das Gesicht von den Abenden und Morgen gesagt worden ist, das ist wahr. Und du sollst das Gesicht verwahren, denn es bezieht sich auf fernliegende Tage. Das ist jetzt in diesem Vers 26 die Anweisung an Daniel. Verwahre das, was du jetzt gerade gesagt bekommen hast, das ist noch nicht für dich. Und so wird die Prophetie von Daniel versiegelt. Und das Letzte, was Daniel in seiner Prophetie gesehen hat, in seiner Vision, war der Antichrist. Und das Erste, als wenn das erste Siegel geöffnet wird, wer kommt, ist eben wieder dieser Antichrist. Das passt alles sehr schön zusammen. Ja, jetzt möchte ich auch ein bisschen, wir wissen ja von Jesus, dass er viele Namen hat. Und die Namen von Jesus sind eigentlich keine Namen, so wie wir sie haben, wo wir einfach einander identifizieren können, sondern die haben ja eine Bedeutung. Ja, es sind mehr Beschreibungen eigentlich. Und Immanuel, Gott ist mit uns. Ja, wir sagen Jesus zu ihm. Wir sagen nicht Immanuel zu ihm, aber er heißt auch so, Gott ist mit uns. Er heißt das Wort Gottes, ja. Aber wir nennen ihn auch nicht so. Aber das sind Beschreibungen dann über seinen Charakter und was er ist und wer er ist. Und genauso hat auch der Antichrist, der ja Satans Kopie von Jesus ist, viele Namen. Und die schauen wir uns jetzt mal an in 1. Johannes 2, Vers 22. Das ist übrigens nicht die gesamte Liste, ich mache nur ein paar. 1. Johannes 2, Vers 22. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Ja? Das ist eine Beschreibung, wo Antichrist, das Wort Antichrist vorkommt. Kommt gar nicht so häufig in der Bibel vor. Und das ist jemand, der leugnet, dass Jesus der Christus ist. Von der Sicht her kann es viele Antichristen geben. Ja, weil hier steht im Prinzip, jeder, der leugnet, dass Jesus Christus ist, ist ein Antichrist. Ja? Und so wie es Typen von Jesus gab in der Bibel und auch durch die Geschichte, so gibt es auch und gab es auch Typen von dem Antichristen. 2. Johannes 1, Vers 7. Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Ja, Verführer ist hier noch ein Name für den Antichristen. 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Da haben wir gleich zwei Namen, Mensch der Sünde und Sohn des Verderbens. Übrigens gibt es nur einen anderen in der Bibel, der Sohn des Verderbens genannt wurde. Weiß jemand, wer das war? Judas, richtig. Judas ist ein Typ von dem Antichrist, der Sohn des Verderbens. In Daniel, jetzt habe ich eins übersprungen, Daniel 9, Vers 26, das hatten wir gelesen, deswegen habe ich es nicht da oben, da wird der Fürst genannt, das hatten wir schon. Und jetzt in Daniel 11, Vers 36, da steht, und der König wird tun, was ihm...
Der König wird tun, was ihm beliebt, und er wird sich erheben und groß tun gegen jeglichen Gott. Und er wird gegen den Gott der Götter unerhörte Worte ausstoßen. Und es wird ihm gelingen, bis der Zorn vorüber ist, denn was beschlossen ist, wird ausgeführt werden. Ja, da wird er der großtuende König genannt, in manchen Übersetzungen auch der stolze König. Es ist interessant, das, was beschlossen ist, was Gott beschlossen hat und was Gott schon vorher bestimmt hat, nämlich, dass der Antichrist zerstört wird von Jesus, das wird ausgeführt werden. Und eins habe ich noch in Offenbarung 13, Vers 11. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen und es hatte zwei Hörner, gleich einem Lamm, interessant, gell, und redete wie ein Drache. Das ist das Tier mit dem Zeichen des Tiers. Das ist auch ein Begriff für den Antichrist, das Tier. So, jetzt kommt der Antichrist und er möchte den Anschein bringen, dass er wie Jesus ist. Dass er Jesus ist, dass er der wahre Messias ist. Und viele werden ihm glauben, weil es viele Dinge tut, die so aussieht. Und er wird übernatürliche Dinge tun. Ja? Es steht ja in der Prophetie von Daniel war beschrieben, nicht aus eigener Kraft. Der Teufel gibt ihm übernatürliche Kraft, Wunder zu tun. Und er wird viele beeindrucken. Er bringt Frieden auf die Erde für eine Zeit lang, bevor dann die ganz schlimme Zeit beginnt. Und viele werden ihn anbeten. Jetzt komme ich zu dem Teil, den ich euch ja am Sonntag versprochen hatte, die Feste des Herrn. Was haben die jetzt da mit dem Allen zu tun? Ihr wart alle am Sonntag da und habt die Predigt gehört? Nein? Okay, dann ganz kurz für euch. Ich habe über die Feste des Herrn gepredigt. Die Moed. Moed ist ein das ist der Begriff im Hebräischen für diese Feste, die der Herr festgesetzt hat. Es steht in Levitikus, da sind die sieben Feste des Herrn beschrieben. Ja, ich gehe nachher auch nochmal durch die Liste durch. Und ich habe da am Sonntag erklärt, was die historisch bedeuten, was die Juden damit feiern und wie prophetisch sie sind, indem sie auf etwas deuten, das noch passiert. Oder vier der Feste sind schon passiert, drei noch nicht. Und das ist in genau der Reihenfolge, wie es in der Bibel steht, erfüllt Jesus jedes einzelne dieser sieben Feste. Und dieser Moed vor bestimmten Zeiten. Ja, das ist ganz wichtig, dieser Begriff. Das ist wie ein Termin, den man hat, eine vorbestimmte Zeit. Dem Tag, zu der Zeit passiert das. Gott hat seinen Plan, seine vorbestimmten Zeiten. Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, wie das ist, wenn man Jude ist. Gläubiger Jude, man hat sein ganzes Leben lang diese Feste gefeiert. Und jetzt findet man sich auf einmal in der Trübsal wieder. Und auf einmal, wir haben das auch am Sonntag gehabt, in der Bibel steht, dass die Juden erst dann, erst wenn die Christen entrückt sind, fangen die Juden an zu verstehen, was eigentlich vor sich geht. Bis dahin sind sie verblendet. Zum Großteil sind sie verblendet. Sie können es nicht erkennen, wer Jesus ist, was er getan hat, dass der Messias da war. Haben sie nicht erkannt, sie haben ihn verpasst. Ja. Und jetzt sind wir in der Trübsal. Und die Juden feiern vielleicht ihr Passafest und auf einmal erkennen sie, ui, dieser Jesus, den die Christen angebetet haben, das war ja tatsächlich das Passahlamm. Er war ja tatsächlich der Messias und wir haben ihn geschlachtet. Und dann kommt gleich darauf
das Fest der ungesäuerten Brote. Jesus war ohne Sünde. Sie sehen das dann auf einmal. Und wir haben ihn trotzdem gekreuzigt. Und sein Leib war tot und er ist für uns zerbrochen worden. Und gleich danach kommt das Fest der Erstlinge. Mann, ja, Erstlinge, Jesus ist auferstanden. Er ist der Erstling. Der Erste, der zum ewigen Leben aufgeweckt wird, aus dem Tod raus. Und wir haben ihn nicht erkannt. Dann kommt Pfingsten oder das Fest der Wochen. Denk, da wurde der Heilige Geist ausgegossen und die Erntezeit eingeleitet, aber nicht wie wir es feiern, die physische Erntezeit auf Erden, die geistliche Erntezeit in der Gemeinde. Und wir haben die Christen verfolgt und haben sie getötet. Und dann kommt das Fest der Trompeten oder des Hörnerschalls. Und dann denken sie zurück, was gerade passiert ist. Als sie die Trompete gehört haben und auf einmal zig Menschen, fups, verschwunden sind. Die Christen sind entrückt worden. Ja. Jesus hat seine Gemeinde entrückt und wir sind zurückgeblieben. Könnt ihr euch vorstellen, wie das sein muss, wenn man diese Dinge erkennt und sieht und man hat es verpasst? Das Größte, was jemals in der Geschichte passiert ist, hat man verpasst und es ist vor der eigenen Nase passiert und wurde zigmal prophezeit, genau wie es passieren wird. Und sie haben die Feste gefeiert, die prophetisch auf diese Sachen hindeuten und sie haben es nie gecheckt. Und jetzt sind sie in der Trübsal drin. Und vielleicht denken sie auch erst, wir haben es verpasst. Wir haben den Messias verpasst, wir sind verloren. Jetzt wird alles zerstört. Aber das nächste Fest, das ist das höchste jüdische Fest, das ist Yom Kippur. Das ist der Versöhnungstag. Und wenn die Juden dann daran denken, Moment, das hat Jesus noch nicht erfüllt. Das kommt erst noch. Wir müssen uns vorbereiten. Wir müssen Buße tun. Wir dürfen Jesus nicht noch einmal verpassen, wenn er zu seinem Fest kommt. Ja, prophetisch, Yom Kippur, wenn Jesus, das zweite Kommen Jesu. Das dürfen wir nicht verpassen. Und dann werden sie sich vorbereiten, sie werden Buße tun. Und dann kommt das Laubhüttenfest. Und dann verstehen sie, oh, und wenn der Tag des Herrn kommt, dann wird er sein Reich auf Erden aufbauen und er wird in seinen Tempel einziehen und von Jerusalem aus die Welt regieren. Und daran werden sie sich festklammern müssen, an diese Hoffnung. Aber meint ihr, dass der Teufel und sein Sohn, der Antichrist, das nicht auch verstehen? Wenn wir kapieren, was die Feste bedeuten, meint ihr nicht, dass es Satan schon längst kapiert hat, was die Feste bedeuten? Und meint ihr auch nicht, dass er das verhindern möchte? Er wollte alles verhindern, aber es hat nicht geklappt, weil Gott es vorher bestimmt hat. In Daniel 7 und Vers 25, da steht, und er wird freche Reden, auch wieder über den Antichrist, gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Ein Jahr, zwei Jahre und ein halbes Jahr, die dreieinhalb Jahre wieder.
Und jetzt kommt eine Premiere, was ihr noch nicht erlebt habt, was ich noch nie getan habe. Das ist vielleicht auch das einzige Mal, wo ich es tun werde. Ich werde nämlich jetzt die Hoffnung für alle heranziehen, die Übersetzung, weil sie diesen Vers besser übersetzt. Vor allem das Wort Moed, die vorbestimmten Zeiten besser übersetzt. Da steht, sogar den höchsten Gott wird er verhöhnen und das heilige Volk Gottes niederzwingen. Mit allen Mitteln versucht er, die heiligen Feste abzuschaffen. Die Moeds. Und das Recht zu verändern. Gottes Volk wird für einen Zeitraum, dann für zwei Zeiträume und nochmals einen halben Zeitraum seiner Gewalt ausgeliefert sein. Das ist die List Satans. Er möchte die Feste, die vorherbestimmten Zeiten verändern, weil er genau weiß, Jesus kommt zu seinen Moed. Die sind vorherbestimmt. Und er meint, wenn er als Antichrist, als Regierer, als König der Welt diese Feste abschafft, dann kommt Jesus nicht. Aber er wird trotzdem kommen und er wird den Satan besiegen. Wir haben gelesen, es ist festgelegt. Es ist schon vorherbestimmt, dass der Antichrist zerstört wird von Jesus. Aber es hat zwei Seiten. Wenn er die Feste abschafft, einmal möchte er verhindern, dass Jesus kommt, aber vielleicht weiß er ja auch, dass er da keine Chance hat, keine Ahnung. Aber was er auch tut, ist, er nimmt die Prophetie und die Erinnerung weg von den Juden, dass sie das sehen können, was die Feste wirklich bedeuten und was als nächstes kommt. Ja? Er möchte ja nicht, dass sich die Juden bekehren. Er möchte, dass sie verloren gehen. In dem sechsten Kapitel von Offenbarung werden insgesamt 6 der 7 Siegel geöffnet. Wie wir gesehen haben, das erste Siegel, das ist der Antichrist. Und wir werden noch mehr über den Antichrist lesen in Offenbarung. Deswegen habe ich jetzt noch nicht alles rausgeholt, was in Offenbarung drin ist, weil sonst wird es ja langweilig das nächste Mal. Aber wir werden noch sehr detailliert den Antichristen sehen, was er tut. In Offenbarung. Wir sehen die ersten von 4, wir haben den ersten von 4 Reitern gesehen, ja? Den Antichristen. 3 kommen noch. Die restlichen Reiter, ich würde mal sagen, ja, mach mal an der Stelle den Cut und schauen uns die restlichen Reiter das nächste Mal an und die nächsten 5 Siegel. Da wird es weniger detailliert sein als jetzt bei dem Antichristen. Und dann haben wir dann das nächste Mal das Kapitel 6 auch abgeschlossen. Vielleicht kommen wir dann auch schon in Kapitel 7 rein. Ja, dann machen wir jetzt